Hey, hey, weiter mit dem dunkelsten Verlies. Wir gehen heute eine Hexe bekämpfen. Wir werden etwas übertreiben und einen Stufe 0 Helden mitnehmen dafür. Den habe ich mit guten Trinkets vollgestopft. Der sollte also eigentlich performen können. Wenn nicht, ist er nur dafür da, um Damage zu kassieren. Eine wilde Gruppe. Wir schauen mal, ob das was wird oder nicht. Vor allen Dingen hier noch ein bisschen Geld ausgeben, sehe ich gerade. Die könnten alle auf 3 oben sein, aber das Geld haben wir gerade nicht. Ich mach's gerade noch kurz. So, das war's für unser Geld. Legen wir also einfach direkt los. Unser Trivia-Held heute ist Samenti, der Jester. Ist im Prinzip eine recht einfache Angelegenheit. Er hat einen ganzen Haufen Musikscherz, also ziemlich jede Fähigkeit, die der hat. Und in seinem Comic tötet er einen tyrannischen Herrscher. Der hat es einfach nicht mehr ausgehalten mit dem Kerl. Und seitdem ist er wohl unterwegs und verdingt sich auch ein wenig als Auftragsmörder. Weiß nicht ganz, wieso er hier im Darkest Dungeon rumhängt. Vielleicht bereut er die Sache, vielleicht nicht. Witzig ist auf jeden Fall, dass er der einzige Charakter ist, der einen einzigartigen Laufsound hat, weil der kleine Glöckchen an seinen Schuhen dran hat. Dann ihr habt zum Beispiel Tiger's Eye, Every Rose Has Its Thorn, Turn Back Time. Alles lustige Sachen. Der ist im Prinzip dafür da, um die Party zu buffen. Der kämpft nicht wirklich mit, auch wenn Finale und, wie heißt es mittlerweile, Solo relativ gebufft worden sind und nicht mehr so schwach sind wie damals, als ich ihn das letzte Mal gespielt habe. Kann ich mich immer nicht so ganz mit ihm anfreunden, aber im Crimson Court ist der nicht schlecht, weil man da die ganze Zeit Stress bekommt, weil man ja keine richtige Fackel mitnehmen kann. Aber naja, genug geschwätzt, gehen wir die Hexe an. Ich hoffe, die Party hier ist da bereit für. Ich habe ein bisschen Angst, aber wir können nicht noch 2 Random Dungeons einfügen, einfach nur damit die Jungs hier ein bisschen höher sind. Wir brauchen die ja im Zweifelsfall auch noch, um die Kanone zu bekämpfen, nicht? Die orangenen Bosse stehen dann auch bald auf dem Zettel, bevor die hier oben Stufe 5 werden und wir anfangen müssen, rote Dungeons zu spielen. Das ist alles Wahnsinn. Ich kauf mal ein. Na, da haben wir unser ganzes Geld ausgegeben und die Taschen komplett voll. Wenn der Boss hier down ist, müssen wir sowieso 1-2 Farmruns machen. Sonst geht uns das Geld aus und wir müssen das Anwesen verkaufen. Nein, müssen wir nicht. Aber ich hoffe mal, das wird was hier. Also, wie bereits erwähnt, die Hexe saugt einen von unseren Helden ein in ihren Kochtopf. Das bedeutet, ich muss damit rechnen, dass alle Helden einen Slot weiter vorne kämpfen. Die beiden hier können das. Die kann auf der 3 kämpfen, der kann auf der 2 kämpfen. Den beiden hier ist es ziemlich egal. Und daher würde ich sagen, schauen wir mal, dass das hier hinhaut. Die können sich auch soweit alle selbst heilen, bis auf die da. Das heißt, wenn die rausgepoppt kommen aus dem Kochtopf, können die sich direkt selbst wieder zusammenflicken. Ich habe ein bisschen Angst, aber na gut. So, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, da ist die Hexe. Gut, was gibt es zu der Hexe zu sagen? Die war eine hübsche junge Lady, die öfters bei unserem Vorfahren gewesen ist und herausgefunden hat, dass er viele Bücher hat, wo es um Hexenkram ging, also Kräuter, Pilze, Elixiere etc. Die fand das spannend und hat das mit dem zusammen alles gelernt und gelesen. Wir sind surprised bei vollem Licht. Hat das mit dem alles gelernt und gelesen. Und hat am Ende angefangen, das Zeug selbst zu nehmen und ist deswegen ein bisschen, naja, eine Hexe jetzt, nicht? Groß und aufgeblasen. Das fand er nicht so spannend, deshalb hatte der gesagt, Lady, wäre cool, wenn du dich bei uns nicht mehr blicken lässt, sondern vielleicht hier draußen im Well rumhängst und niemand nur auf die Nüsse gehst, okay? So nett ist unser Vorfahr gewesen. Bitte keine Tollwut direkt am Start. Ich kann doch 2 Felder zurück und dann stehen wir noch einigermaßen gut. Das war nicht so spannend, der hat schon ein bisschen sehr viel Stress am Laufen. Da müssen wir mal schauen, dass er nicht komplett durchdreht hier. Inspiration and improvement. Ich hatte gehofft, da wäre irgendwie. Oh, komm schon! Dodge, dodge! Ich hatte gehofft, da wäre Blutung oder sowas mit drauf. Das ist nicht gut da hinten. Wir können aber nicht sofort rasten, das geht nicht. Wir sind schon noch ein bisschen weiter.
Ich glaube, zum Stress reduzieren gibt es hier leider nicht allzu viel. Außer weiterzugehen. Und er steht auf Platz 3, das heißt, das ist eh hässlich da für den. Ah, mach uns keinen Ärger. Hexenmann. Wir können nicht sofort rasten. Was haben wir hier? Plus 20 Bleidresi, minus 2 Dodge. Haben wir noch irgendwen, der die Slots frei hat? Let's go! Das ist okay, die müssen wir nur beide töten, bevor einer von denen dran sein kann. Executed with impunity. Another one falls. Und schnell weiter. This expedition at least promises success. Doppelscout? Oh ja. Geheimer Raum, schön, schön. Es könnte sich als sinnvoll darstellen, nach dem Raum da vorne zu rasten. Ja, wir sind extrem voll geladen. Lassen das mal hier. Ich will eigentlich noch nichts wegschmeißen und die beiden Sachen, die wir da haben, sind mehr wert als das, was wir aktuell so mit uns rumschleppen. Na gut, wir machen mal hell und dann versuchst du das mal. Weil du brauchst die Stressreduzierung, die dadurch kommt. Hoffen mal, dass es gute Gegner sind, die wir überraschen können. Keine guten Gegner. Nicht überrascht. So, Blight lohnt sich nicht gegen die, nein. Lohnt hätte es sich, sich zu verwandeln und die einfach niederzureißen. Aber das hält der gute Ben nicht aus. So, 83 Accuracy hat er nur. Wenn der sich jetzt aber selbst markiert, kann sein, dass die Gegner extrem böse auf den werden. So, 5 bis 9. Mehr macht die nicht. Doch, 7 bis 12. Their formation is broken. Maintain the offensive. Ja, es war die Idee, dass sie den angreift. Das ist nicht so geil. Hämophilia ist nicht so gut. Das klingt so, das klingt, als würde die jetzt besser bluten können. Was macht der Quatsch? Ja, minus 50% Bleed-Resi. Die haben nicht so hohe Stun-Resi, wie ich dachte. Die können wir also noch ordentlich durchpeitschen. Ziehen wir den mal beide hinten. Das macht dann auch die Leiche weg. Dann können wir den jetzt einfach spalten. Oder auch nicht. So vielleicht einfach erschießen? Auch nicht. Die Gruppe ist das hier. Wir sollten dann wohl rasten nach dem Kampf. Einfach nur, weil wir danach direkt noch zwei Kämpfe. Wobei wir jetzt hier rasten und wir kriegen direkt danach zwei Kämpfe. Mag es durchaus sein, dass wir an einer Situation rauskommen. Alter. Wo wir mehr als vier Kämpfe haben, bevor wir zum Boss kommen. Und wir unsere ganzen Buffs alle wieder los sind, die wir dann jetzt eigentlich sammeln würden. Das kann alles irgendwie ein bisschen komisch sortiert hier. Ich hätte da mal durchklickern müssen, als ich die Fähigkeiten neu eingestellt habe. Einmal spalten, bitte. Ja, alles einräumen. Die Dinger können mitkommen. Unlocked Strongbox. Unlocked Strongbox. Hier unten ist nichts golden. Wir gucken mal rüber. Wir machen einfach mal auf. Zweimal Blut. Ja, das ist stark. Ich denke, von dem, was ich hier sehen kann, können wir uns erlauben, eine Schaufel wegzuschmeißen. Frage ist doch, was machen wir mit dem Raum da vorne? Wir können theoretisch einen ganzen Haufen Zeug wegschmeißen, weil nichts wertvoller ist als das, was wir da in diesem Raum kriegen. Oh.
Habt ihr Bleidresi, ihr Spinnen? Das macht 1 bis 2. Das Bleid macht 2 Punkte für 3 Runden. Das ist zu wenig. Back to the pit. Dann müssen wir eine direkt back to the pit peitschen. 7 bis 12. Wenn der trifft, tötet er also eine. Another abomination. Gar nicht schlecht, das kleine Messer, das ich dem sonst nie mitgebe, ha? Huh? Oh, ich dachte, er schlägt vorbei und das war's gewesen für die Gruppe. Hand at arms only. Dann können wir das wohl leider gerade nicht mitnehmen. Schmeiß mal das Gegengeflex. Wir haben so viel Loot jetzt dabei, wir müssen gleich sowieso alles wegschmeißen, was wir besitzen. Wir machen jetzt hier auf. Mit dem Schlüssel und dann müssen wir alles wegschmeißen, was wir haben. Weil die Dinger da sind 3.500 das Stück. So, das da kann weg. Die da sind 1.000er kann weg. Die da sind Tausende, die können theoretisch auch weg. Hier mal Holy Water, das ist eine ganze Ecke. Wofür haben wir denn so viele Holy Water mit dabei? Wir haben noch nicht gerastet, die Deeds brauche ich. Rests auch. Ja, dann sind unsere Loot-Slots jetzt wohl voll. So, den Kampf hier noch, dann rasten wir. Außer Scout sagt was anderes. Ich würde mich trotzdem eigentlich lieber verwandeln und den ordentlich draufhauen. Der Hexenmeister da gerade so gestresst ist. Ein bisschen lästig. Das hatte ich gehofft, dass er von da hinten nicht ordentlich zulangen kann. Gut, gut. So, nehmen wir den da. Dann holst du den da vor, bitte. Ja, das war nicht besonders weit vorgeholt, sage ich dir. Ah, schade. So weit kommen wir aber nicht. So weit kommen wir nicht. Das heißt, sie dürfen jetzt hier einen Schabernack treiben. Na gut, das ist noch in Ordnung. Er ist dafür da, um sich auf die Fresse hauen zu lassen. Bin schon wieder trotzdem tot. Ich habe keine Lust, dass er noch jemanden markiert oder nochmal Schabernack treibt. Ich schwächel gerade ein bisschen, unser Aberlester. Guter Treffer. Ja, wir rasten jetzt. Resistet. Die da hinten kann ihm nichts tun, also muss der es wohl versuchen. Können wir die irgendwo einpacken? Zwei Deeds. Nee, weg damit. Eine Pristine Fountain ist einfach nur anfassen. Stress Heal, mehr mit Holy Water. Sehr stark. Dann können wir noch eins weitergehen, bevor wir rasten. Definitiv. Wir sind voll und zwar bis zum Anschlag. Dann können theoretisch aber auch die Bandagen weg, weil die brauchen wir nicht. Wenn wir nicht noch mehr Loot einsammeln können, brauchen wir nicht noch mehr Bandagen. So viel zu unseren Bandagen, die wir jetzt gerne hätten, ha? Huh? Hier ist niemand, gut. Ich würde trotzdem sagen, dass wir dann hier rasten. Bis zum Boss werden keine 4 Kämpfe mehr kommen, hoffe ich. Wenn wir ins 8 reinfahren, haben wir immer noch genug dabei, um 3-mal zu rasten. Das reicht dicke. So, du übernimmst die Nachtwache. Was auch immer. Dann hätte ich gerne, dass die Armbrust per Schaden bekommt. Und du hast doch auch gute Sachen. Genau, Reflection. Plus 10 davon, das ist gut. Und du machst Restring Crossbow. Das ist auch gut. Dann haben wir noch 3 Punkte.
Das ist mir alles ziemlich egal. Das ist mir auch alles ziemlich egal. Ja, wir haben nichts mehr Gutes hier, ha? Huh? Der braucht eigentlich nicht schon wieder extra Stress. Plus 20% Damage könnten wir auf die Abomination geben. In der Hoffnung, dass die gleich nicht in den Kochtopf gezogen wird. Ja, der kann sich selbst nochmal Stress runternehmen, das ist ja schön. As the light gains purchase, spirits are onward! And purpose is made clear. Den können wir nicht clearen, dafür hätten wir was gebraucht. Gegengift, nicht? Carelessness will find no clemency in this place. The match is struck. A blazing star is born. Ja, komm, ess was. Wir haben noch mehr als genug Essen. Ein Kampf gegen verrückte Hunde. Warum sind wir denn überrascht? Wo Teufel? Wir müssen. Tut mir leid für dich, Ben, aber wir müssen. Uns bleibt hier nichts anderes übrig. Slot 3 ist wirklich kein guter Slot. Da wird man nur verprügelt. So, die tauscht zwei Felder nach hinten, ja? So, dann stehen wir doch eigentlich alle wieder ganz gut. Den machen wir einfach auf. Ne? Ancient Coffin. Immer aufmachen. Gut, wir haben eine Schaufel und eine Kiste. Nature herself. A victim to the spreading corruption. Da schütten wir ein bisschen Mad Herbs rein. Dann hauen wir uns alle mal ordentlich die Bäuche voll und dann kämpfen wir gegen eine Hexe und hoffen, dass niemand drauf geht, was? Ich freue mich so gar nicht auf den Kampf. Gut. Viel Glück. Hallo, nette Dame. A slathering testament to the powers of corruption. Bitte bluten? Nein? Oh, der kommt nur an den Kessel dran. Das hatte ich jetzt nicht ganz so überdacht. Huh? Dann hoffen wir, dass er reingezogen wird. Nein! Oh, ausgewichen! Sag der Dame, was du davon hältst. Ui. Er hat ja quasi gewone-hitted. Bigby, du Hund. Roffel, hat er gesagt. Gut, Bigby. Das war nicht wirklich ein Bosskampf, das war ein Scherz. The way is still blocked, but less people will be eaten. Gute Arbeit, schätze ich, mein Kerl. Du bist ja komplett der Psychopath, ey. Hier war keine Kiste, oder? Nein. Bigby hat sich einfach verwandelt und die Hexe auseinandergerissen. Was hat er denn gekriegt? Ein Tripper? Ah, der hat Bauchweh gekriegt. Oh, Tarkus, wie süß. Wer ist es denn? Alter. Bigby will aber loslegen, ha? Huh? Missandei auch immer noch Grey Rot. Passend für jemanden aus Game of Thrones, oder? Na gut. Entsprechend kurze Runde. Wir haben nur noch den Brigand 8 Pounder. Dann sind wir komplett durch mit unseren Startbossen. Und der ist dann noch lang nicht frei, weil wir da nur Stufe 2 drin sind. Na dann, einmal ins Sanitarium. Wir hätten gerne untergebracht Miss Sunday. Für 2 Tage anscheinend. Und Bigby, weil der hat Bauchweh. Ansonsten, wie sieht's denn hier aus?
Müsste Ben mal kurz Pause machen. Der ist mittlerweile jetzt auch auf die 3 hochgegangen. Irgendjemand im Wagen, den ich gebrauchen kann. Ein zweiter Hellion. Definitiv nicht unbedingt das Schlechteste. Kommt auch mit sehr guten Fähigkeiten. Direkt von der Bank. Wir bräuchten hier unten noch jemanden. Ja, ja, die Gruppe hier, die ich hier sehe, da könnte definitiv noch ein Hellion mit dazu. Na gut, ich denke, wir nehmen Vipor noch mit und dann ist unsere Gruppe aber eh voll. Und wir hätten hier unten dann was. Takis, Grimm, Dave. Die Josephine, die kann schon mal ihre Kerze haben. Dann ist sie ein bisschen zäher. Houndmaster Only. Wo ist denn unser Houndmaster Only? Er hat eine zweite Hundepfeife mit dabei. Hier Dodge, ein Speed. Na gut. War jetzt kurze Runde, aber ich sag, ich würde es gerne sauber halten für die Bosse. Dann, danke fürs Zuschauen. Like mal, wenn ihr nicht vergessen, Kanalmitglied werden, ins Discord kommen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.